In the summer of 1788, the 32-year-old Mozart completed his last great symphony in Vienna, which was later named after the Roman god Jupiter. This sobriquet suitably describes the godly perfection and brilliant C major of this composition. Although Mozart completed the symphony in only 16 days, it's nevertheless one of the most diverse that the composer ever created. Die Jupiter-Symphonie ist ohne Zweifel ein Höhepunkt und Wendepunkt in der symphonischen Entwicklung. Es ist natürlich schon mal von der Dimension her die größte Symphonie, die er je geschrieben hat, die überhaupt in dieser Zeit geschrieben wurde. Und dann ist es eben auch, sagen wir mal, das menschliche Fazit, was er zieht. Wie also antithetische Themenkonstruktionen dazu führen, dass uns das so berührt, dass uns das so nahe steht, weil es eben unser Menschsein musikalisch formuliert.